So, hallo, liebe Freunde von YouTube, liebe Freunde von Facebook. Ich mache heute ein Video zum Thema Drogen und möchte mich gleichzeitig noch entschuldigen. Ich habe gestern Abend noch einen Fehler gemacht. Ich war noch in Bierlaune und so, habe auch was getrunken gehabt, muss ich auch sagen, und habe dann noch ein Video hochgeladen. Das hätte ich irgendwann nicht mehr machen sollen. Ja. Es war eigentlich als Fun-Video gedacht, als lustiges Video, so ein bisschen so zum Auflockern, um zu zeigen, dass nicht alles so bierernst zu nehmen ist. Aber das kam dann nicht so rüber, wie es rüberkommen sollte. Wobei, als ich sagen muss, Spiritualität nehme ich natürlich, die spirituelle Weiterentwicklung nehme ich natürlich sehr ernst und strebe sie auch mit Ernsthaftigkeit voran. Ja. Nichtsdestotrotz hat mir mal gedacht, mal Spaß macht, mir zum Erlauben, und habe dann gestern das Video gemacht. Also Priester des Lichts dreht voll ab, ja, und bin da ein bisschen rumtanzt und so, und habe dann auch was über Drogen gesagt, und ja, da sind Missverständnisse entstanden. Es tut mir auch leid, also es war so mein Fehler. Deswegen habe ich das Video jetzt auch gleich wieder gelöscht und möchte mich dazu erklären, auch was ich jetzt von Drogen halte. Also da gibt es drei Dinge, ja. Das eine, was ich privat mache, ja. Das andere, was legal ist, ja, und ob ich es befürworte, ja, oder ob ich es befürworte, dass es legal ist oder auch nicht, ja. Also das erste ist jetzt einmal, ich nehme keine illegalen Drogen, wirklich. Also mache ich nicht. Ich bleibe legal. Ich habe früher dann mal ein paar Sachen ausprobiert, aber das ist halt immer, war immer nur mit Ärger und Stress verbunden, und ich will einfach nur in Harmonie leben und kein Ärger mit dem Gesetz. Und wenn man im Alter wird, man einfach harmoniebedürftig, also so geht es mir zumindest. Und ich will da auch keinen Stress. Und ich sag mal so, ich glaube halt, dass es irgendwann mal legal ist. Und jetzt wären Drogen legal, ja, würde ich vielleicht gewisse Sachen machen, ja, sag jetzt mal. Und in einem rituellen Kontext, um vielleicht was zum Erreichen an Sachen Bewusstseinserweiterung, aber eben so in dem Rahmen, wie es eben die Indios machen in Südamerika mit dem Ayahuasca, ja, gezielt, ja, und einmal und dann wieder nicht mehr, also nicht da jeden Tag irgendwie was konsumieren, ja. Würde ich aber machen, wenn es legal wäre, also wohlgemerkt. Ich würde niemals was Illegales einnehmen, schon gar nicht vor der Kamera, ja. Das würde ich niemals machen, auch so, ich mache es nicht, ja. Also was ich halt, ich trinke gelegentlich Alkohol, ja, ich rauche auch nicht, ja. Und wenn mir jetzt fragen würde, ob du es rat, ob ich es Frage war, ob ich dazu raten würde, Drogen zu nehmen, um Bewusstseinserweiterung, nee, natürlich nicht, ja. Das wäre das Gleiche, wenn jetzt jemand fragt, ratest du jemand zu Alkohol? Ich sage, nö, ich mache es halt, weil es ist halt Laster, ja, sozusagen von mir. Vielleicht überwinde ich das auch noch, ja, dass ich auch vom Alkohol wegkomme jetzt. Also ich nehme halt schon mehr oder weniger, guck, dass ich vom Koffein wegkomme, und wie gesagt, ich rauche auch nicht mehr. Und ich bin der Meinung, je weniger man braucht, ja, je weniger man sich stimulieren muss oder so, um einen Effekt zu erzielen, desto besser ist es, ja. Und vor allem ist ja auch bei den Drogen so, die Drogen erweitern vielleicht nur im Moment die Wahrnehmung, ja. Daraus entsteht aber noch keine Bewusstseinserweiterung, sondern ich muss ja die Informationen aus der Wahrnehmung erst einmal abspeichern, ja. Und dann habe ich erst mal Bewusstsein erweitert, ja. Also so einfach ist es ja auch nicht, ja. Und man kann auch sein Bewusstsein natürlich logisch auch ohne Drogen erweitern, ja. Indem man einfach Bücher liest, indem man sich informiert, indem man meditiert, spirituelle Praktiken anwendet, ja, seine sieben Chakren reinigt und klärt. Und ja, das sind so Mittel, ja, um sein Bewusstsein zu erweitern, ohne Drogen. Ja. Also es geht auf jeden Fall ohne Drogen. Jetzt zu der Frage, bin ich dafür, dass es legalisiert wird? Ja, ich bin Anarchist, klar. Jeder ist seines eigenes Glückes Schmied irgendwo, und wenn man Alkohol erlauben kann, wo jeder Mensch weiß, wie viele Menschen auch jedes Jahr an Alkohol sterben, ja, und an Kiffen ist noch kein einziger Mensch gestorben, ja, und das sagt schon alles. Ja. Da gibt es auch ein interessantes Video vom Harald Lösch, ja, der sich da mal beschäftigt hat, und da hat auch gute Argumente. Also der sagt auch, dass es sinnlos ist, dass man deiner Seite Cannabis verbietet und Alkohol erlaubt. Und wir wissen ja alle, dass es ja mit wirtschaftlichen Interessen zusammenhängt. Also
Daher kam eigentlich das Verbot, weil es ging um die Ölindustrie, die sich bedroht fühlte von der Hanfindustrie. Ja, dann hat man den Hanf halt verboten. Ja. Aber schon Witz, ja. Es ist ja Witz, dass die Wirtschaft so viel Macht hat, dass sie uns ist so über unser Leben bestimmt. Ja, die Wirtschaft, wie das heißt, Wirtschaft, Wirtschaft. Die Wirtschaft ist ja Moloch, ja. Das ist der Moloch. Es ist zwar gut, dass es Wirtschaft gibt, aber die Wirtschaft muss dem Menschen dienen und nicht umgekehrt, ja. So darf das nicht sein, dass wir uns so von der Wirtschaft alles diktieren lassen. Ja, habe ich noch einen Punkt vergessen? Also, wie gesagt, ich nehme keine Drogen, keine illegalen Drogen. Ja. Ich rate auch nicht dazu, ja. Genauso wenig wie zu Alkohol raten würde. Ja. Aber ihr müsst es in den Endeffekt selbst entscheiden. Ja. Ich bin dafür, für die Legalisierung, zumindest der weichen Drogen. Ja. Und ja, weil es einfach im Verhältnis steht, ja, wenn Alkohol erlaubt ist, ja. Und ja, wie gesagt, aber wenn ihr das nicht braucht, dann lasst es. Nimmt es nicht, ja. Es ist besser, wenn man nichts braucht. Also, je mehr oder weniger man braucht, desto freier ist man, desto freier kann man agieren, ja. Okay, ja, gut, das war es mal soweit. Das ist jetzt so mein Statement zum Thema Drogen. Und wollte mir auch erklären mit dem Video, ja, das war jetzt ein Fehler, ja, aber ich auch nicht mehr machen. Ich werde nie wieder mal ein Video machen, wenn ich was getrunken habe. Den Fehler mache ich nicht mehr, ja, weil da einfach zu viele Missverständnisse entstehen können. Ja. Und man macht viel zu viel falsch und redet viel zu viel Blödsinn. Das ist schon mal eigentlich schon mal die Antwort darauf, ja, dass eigentlich alle Drogen eigentlich nicht gut sind. Wenn man verzichten kann, ist immer besser. Okay, das war's mal soweit. Abonniert meinen Kanal, teilt das Video und dann würde ich sagen, noch wünsche noch ein wunderschönes Wochenende und bis bald.